Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Castle Clash. Ich habe es gerade schon heruntergeladen, deswegen schnell starten. Okay, ich bin gespannt, was das wird. Wird das so ähnlich wie Clash of Clans? Also ich denke, das ist von den Machern Clash of Clans. Oh, geht ganz blöd? Ja, wohl. Wieso kämpfe ich? Mach ich das nochmal? Willkommen zu Castle Clash. Okay. Oh, ich fange direkt mit Level 80 an. Ich möchte mal alle angucken. Wie sehen die denn aus? Gute Arbeit. Der wurde besiegt. Wir sollten uns nun auch wieder zurückziehen. Okay. Kein Finger da, ich sehe nichts. Ich nehme mal da drauf. Und jetzt. Ach, da unten. Jo, das ist so wie Castle Clash, wie Clash of Clans. Man hat hier sein Gebiet, wo man die Basis aufbauen kann. Da gibt es ein Hauptgebäude. Ja, ist eigentlich, ich würde sagen, genau das gleiche. Nur ich glaube, dass du hier mehr Helden nehmen kannst. Ich stimme zu. So. Ach, da drauf drücken. Herausforderung.
Ah, sowas wie Defense Tower gibt es hier auch. Ist ja cool. Aber Weihnachten ist doch schon vorbei. Klar, dass man mit einem nicht durchkommt. Was hat mich denn da jetzt schon hingeführt? Naja. Ach je. Training. Trainieren. Wächter. Okay. Gratis. Trainieren. Jäger. Gratis. Dankeschön. So. Trainieren. Gratis. Wie viel Gold habe ich denn noch? Ah, da geht's nicht mehr weiter. Entfernen. Ach, da ist Gold und Elixier. Hier gibt's keinen Bauarbeiter wie bei Clash of Clans. Findet einfach so. Erstmal aufräumen. Also ich bin eigentlich, wenn ich das so jetzt mit Clash of Clans vergleiche, würde ich sagen, ich würde Clash of Clans besser finden. Aber es liegt ja auch daran, ich spiele Clash of Clans schon so lange. Und da weiß ich genau, was ich machen muss. Vielleicht wird es bei den Spielen auch noch besser. Das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Da kann man sich Videos anschauen. Da ist eine Questtafel. Das war erstmal alles, was ich hier abbauen konnte. Nein, Videos schauen mache ich jetzt nicht. Alles fertig. Wo konnte ich meinen Namen ändern? Was ist hier unten? Ressourcen.
Ei, den Mülleimer getreten. Na gut. Schauen wir mal kurz die Tafel an. Die Questtafel. Was man da machen kann. Nichts. Ach, darf ein Namen eingeben. Ich heiße Red Dog. Der Name ist bereits vergeben. Dann heiße ich halt Red Dog. Der ist noch nicht vergeben. Gut. Ja, das war's denn. Hier sind noch drei Geschenke. Fordern. Ah, ne. Ein Geschenk noch. Annehmen. Okay. Man fängt bei Tag 5 an. Auch nett. Nein, ich wollte jetzt nicht weiterkämpfen. Ah. Hier sind noch Briefe. Okay, und hier sind noch zwei Sachen. Okay, da habe ich kein Gold mehr, habe ich ja gerade alles ausgegeben. Beim Reinigen der Burg. Okay, so. Gut, das war's eben für heute. Ach, da ist noch ein Punkt, warte mal. Na, gut, das war's für heute. Ich kann noch nicht mal aus dem Spiel raus. Jetzt. Okay. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Bei mir geht's so, man muss sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Sieht genauso aus wie Clash of Clans. Und ich löse jetzt mein Ticket ein. Zack. Die 2 Stunden habe ich vorher noch gespielt. Und den. So, deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen guten Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.